Hallo und herzlich willkommen zu meinem Instrumentenvorstellungsvideo. Du wolltest schon immer Gitarre, Klavier oder Keyboard spielen lernen, spielst bereits und möchtest deine Fähigkeiten erweitern. Du wolltest schon immer die Songs nachspielen können, die du im Radio hörst oder die du in deiner Freizeit hörst. Ich zeig dir wie. Um mich kurz vorzustellen, ich heiße Ralf Neuhauser. Im Alter von 8 Jahren habe ich bereits meine Leidenschaft für das Klavier entdeckt. Und einige Jahre später habe ich dann auch herausgefunden, was für ein geniales Instrument die Gitarre ist. Ich habe ein Jahr lang am Privatkonservatorium Jam Music Lab in Wien Konzertfach Gitarre studiert und danach mein Bachelorstudium Instrumental Gesangspädagogik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien mit dem Hauptfach Gitarre Popularmusik erfolgreich abgeschlossen. Ebenfalls lag mein gewählter Schwerpunkt in den Tasteninstrumenten der Popularmusik. Jetzt zur Gitarre. Zu Beginn lernen wir die ersten Töne kennen. Wir lernen, wie sie notiert sind und wo wir sie auf dem Griffbrett der Gitarre überhaupt finden, um so gleich einmal ein bekanntes Lied spielen zu können. Die Welt der Gitarrenliteratur ist unglaublich groß und es gibt sehr viel Interessantes zu entdecken. Du interessierst dich für klassische Literatur? Oder vielleicht möchtest du auch einfach Akkorde spielen lernen. Oder Songs, die du vielleicht auch mal im Radio gehört hast. Noch an das erste Lied erinnern kannst in diesem Video. Hier kommt eine weitere Version. Je mehr Erfahrung wir sammeln, desto kreativer können wir mit dem Notenmaterial umgehen und so unsere eigenen Versionen aus den Noten gestalten. Nun zum Klavier bzw. zum Keyboard. Du möchtest bekannte Literatur spielen? Auch auf den Tasten bin ich ganz offen für deine Wünsche. Und der Unterricht ist bei mir ab dem 6. Lebensjahr möglich. Sowohl für die Gitarre als auch für Klavier und Keyboard. Freude und Spaß sind mir besonders wichtig. Würde mich sehr freuen, mit dir diesen musikalischen Weg zu gehen. Hoffentlich bis bald.